Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da, wir spielen Kingdom Come Deliverance. Wir sind in Böhmen und ja, ich hatte ja so ein kleineres Problem, Schlösser aufzumachen und ich muss Schlösser aufmachen, ganz dringend, damit ich diese Quest abschließen kann. Ich habe jetzt tatsächlich mal nachgelesen, ich gebe es zu, ich habe herausgefunden, dass das echt schwer ist, Dietrich hier gut aufzutreiben und ich soll mal nach Tallenberg geben, dort gäbe es einen Händler, der die Dinger verkauft. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich was gegoogelt habe, was mich immer ein bisschen ärgert, aber ich kann jetzt noch 5 Jahre lang hier rumlaufen, die ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich kann jetzt noch 5 Jahre lang hier rumlaufen und nichts finden, da fehlt mir jetzt so ein bisschen der Spaß, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt regnet's. In Tallenberg regnet's. Das will ich gar nicht hören. Mach aus den Regen. Das sehe ich nicht ein. Ja, also rum wie num. Travideldum. Ich werde jetzt mal schauen. Irgendwas mit V hieß der Händler in Tallenberg, wo man Dietriche kaufen kann. Und ja, ich habe ja jetzt rausgefunden, wie man mittels Wilderei gut Geld verdienen kann. Also ich habe jetzt echt beschlossen, ich werde dann wahrscheinlich nochmal in den Wald gehen, nochmal ein paar Jagdausflüge machen. Und einfach ein paar Hirsche schießen. Also das scheint kein ganz schlechtes Geschäft zu sein, so grundsätzlich. So, jetzt müssen wir mal auf die Karte gucken. Habe ich denn hier, ich habe hier noch gar nichts freigeschalten. Ich muss erst mal in den Ortskern vorstoßen. Dann müssen wir mal schauen, ob wir hier diesen Händler finden. Weil oben auf der Burg war keiner. Habe ich denn Fragezeichen hier? Ja, da drüben ist ein Fragezeichen. Das ist aber die Schenke, oder? Eine Unterkunft, ja. Da wird... Nee. Hier, ihr Tallenberger, wo ist denn euer Markt? Mädels und Jungs, ich müsste mal shoppen gehen. Ja, gucken wir nochmal auf die Karte. Was ist das denn? Hä? Was ist denn das für eine Quest? Tierhäut. Ach so, ja. Das nehmen wir mal raus. Das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt nicht. Na ja. Also das Querfeld eingelaufen ist nicht so richtig zielführend hier bei der ganzen Geschichte. Wie sehen denn eigentlich meine Klamotten aus? Schön dreckig. Sehr gut. Aber wir haben sie erstmal alle soweit repariert. Wir bräuchten nochmal einen Schuh, sodass wir die Stiefel nochmal reparieren können. Das wäre nochmal ganz spannend. So, schauen wir mal. Ich glaube, hier kommt nichts mehr. Wir reiten jetzt, das geht ein bisschen schneller. Komm, Pebbles! Auf zum ja. Atem. Nee, nicht Galopp. Angelplatz. Kann man bestimmt auch, wenn man eine Angelroute hat, kann man hier bestimmt noch eine Runde angeln gehen. Himmel. Aus der Bahn! Tallenberg. In Tallenberg gibt es den Dietrichhändler. Na dann, bin ich mal gespannt. Hier sieht irgendwie gar nicht aus, als gäbe es hier Händler. Das ist ja bescheuert. Das ist bescheuert. So, hier steht einer. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Nur ein popeliger Dorfbewohner. Och, Manno. Oh, wir sind eine Stufe aufgestiegen.
Also wir könnten uns hier weiter spezialisieren. Erste Hilfe habe ich. So, Asket. Frischluft nach dem Kerker. Bürger. Was ist ein Bürger? Stärke in. Ach so, Erste Hilfe 2. Kannst Heilkunst auch in Dialogen einsetzen? Speer 2. In der Wildnis kriege ich eine Spezialisierung. Ich möchte bitte. Ja, ich glaube, wir machen mal Erste Hilfe. Das ist. So, ich kann hier noch irgendwas steigern. Hier ist doch ein Sternchen dran. Nee. Oh, ich bin Stufe 6. Ja, hier, jagen. Geweihe Gerber, was ist Gerber? Ja, das möchte ich. Das möchte ich unbedingt lernen. Das ist gut. Bist du der Dietrich-Händler? Nein. Aber der verkauft mir Wildschweinleder. Das möchte ich aber gar nicht. Tja, das ist schön. Sühnerkreuz. Das ist der Jäger hier? Nee. Ich bin echt hier schon mal angegangen. Es ist doch blöd. Wir haben gesagt, hier gäbe es einen. Jetzt bin ich ja wieder mal. Das läuft ja, wa? Ja, da drüben ist. Was bist denn du? Aha. Voll kegge. So, dann fahren wir mal auf die Burg. Da sieht's nach einem Händler aus. Dann gehen wir mal in die Burg. Und ich habe beschlossen, das Schloss werde ich dann tatsächlich auch knacken, indem ich wirklich Speichern nutze. Ah, hier. Ha! Der! Den meine Gott ich. sei mit dir. Hi! Können wir handeln? Aber unbedingt. Wenn du Geld hast. Ich habe immer Geld. Alles gut. Hier, der Mann hat Dietriche. So, habe ich was zum Verkaufen? Habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann, damit das hier nicht ganz so teuer wird? Ah, Moment, ich habe doch hier, Moment, Inventar. Ich habe doch in meinem Pferd, habe ich doch noch jede Menge Kram. So. Versuche ich mal dem aufzuhängen, denke ich. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. So, ja, Moment. Kann ich dem das verkaufen? Dem kann ich das verkaufen. Ich hoffe, der merkt das nicht, dass es das geklaut ist. Jagdhandschuhe, habe ich hier. So. Und dann bitte alles, was du an Dietrichen hast. Ich zahle 85. 85. Und eine Schatzkarte hat er auch. Na gut, die Schatzkarte werden wir jetzt einfach mal ignorieren. Warum bin ich denn jetzt eigentlich so überladen? Ich war doch vorhin nicht überladen. Das ist doch seltsam. Ah, hier gekochtes Hirschfleisch habe ich noch. Miet. So. Ich hoffe, das geht jetzt. Reden wir über den Preis. Ja? Okay. Ich zahle 60. Pass mal auf. Ja, das sollte passen. Okay, sehr gut.
Das heißt, ich bin meinen ganzen Krempel losgeworden. Das wollte ich nämlich noch ins Gäulchen packen. Ja, wir trinken den Schlauch mal leer. Okay. Gut. Das ist doch schön. Dann können wir nämlich jetzt. Das ist ein Gerieze hier. Dann fahren wir jetzt wieder zurück und holen jetzt diesen Edelstein. Jetzt muss es ja mal funktionieren. Und wie gesagt, ich werde da definitiv in Ermangelung von Dietrichen werde ich den Ritterschnaps nehmen. Und wenn ich es verkacke, werde ich einfach neu laden. Das ist jetzt bescheuert, aber bei der Truhe geht es um was. Das ist jetzt mir echt sonst zu dumm. So. Okay, da sind wir wieder. Jetzt ist die Frage. Ja, nee, ich kann ja dann nicht dort im Lager pennen, denke ich. Oder? Klar, ich kann dort im Lager pennen. Das machen wir. Dann packe ich mich dann dort im Lager hin und verbringe da wieder die Nacht. Das ist okay. So, wir müssen nach Westen. Da muss ich lang. Pebbles. Sehr gut. Gutes Pferdchen. Ja. Dann werden wir nochmal schauen. Ich hoffe jetzt, die Truhe ist noch da. Moment, erstmal Karte. Ja, wir müssen da hoch. Ja. Ja, und ich bin echt am Überlegen, ob man sich noch eine Weile als Wilderer verdingt hier. Man darf sich halt nicht erwischen lassen. Aber wenn wir noch ein paar Hirsche schießen, würde das ja durchaus schon dazu führen, hier noch ein bisschen zu Geld zu kommen. Das Hirschfleisch. Alter, das hat geblitzt. Das knallt ganz schön, wa? Aber das Hirschfleisch, das war echt ein Ankommer. Das war nicht so schlecht. Also da konnte man durchaus gut Geld mitmachen. Ist jetzt nicht so erlaubt und das war im Mittelalter durchaus jetzt kein Kavaliersdelikt. Also da war Wilderei durchaus schon ja mit dem Tode bedroht. Aber was soll der Geiz, ne? So, wo ist denn jetzt mein Lager? Ich muss mal schauen, dass man das hier. So, da ist diese Hütte gewesen und hier ist dieses Lager. Tja, so langsam aber sicher, ne? Findet man sich ja dann doch hier irgendwie so ein bisschen zurecht und dann wird man so ein bisschen heimisch. So, Pebbles, du musst jetzt im Regen stehen. Und ich muss mal jetzt. Moment. Jetzt kommt's. Jetzt muss ich tatsächlich mal Spiel speichern. Okay. Jetzt probieren wir das. Ach, herrje. So, ich muss nach links. Warum wackelst du so? Aha. So, Moment, Inventar, sonstiges. Oh, wir haben bloß einen Dietrich versemmelt. Das ist okay. Guck's dir an. Alter, das war's wert. Das war's eindeutig. Oh, Alter, das war's wert. Ja! Sehr, sehr schön. So, also wir schauen mal. Geflickte Beinlinge. Die kommen in die Satteltasche, oder? Ja, die kommen in. Ja, so. Dann haben wir hier die gepolsterte Bunthaube. Die kommt auch weg. Der glockenförmige Eisenhut, den setze ich jetzt auf und du kommst weg. Oh, guck mal, das ist richtig Geld wert. So, die Kettenhaube setze ich auf. Kompositpanzerhandschuhe, Alter. Ehrlich jetzt? Dann können wir die Jagdhandschuhe wegpacken. Leichte Brigantine 15. Was geht dafür raus? Die leichte gepolsterte Rüstung. Nee. Die bleibt drin. Die platten Ellenbogenkacheln. Oder die Armschienen. Die Armschienen sind besser. Die kommen weg.
Was bist denn du? Rote Männer. Was auch immer, kann weg. Verzierte Reitstiefel. Alter. Die sind schick. Der schlesische Gambeson ist rausgeflogen für das Ding hier. Ach nee, für das Ding, oder? Genau, das kommt weg. Tja, das Problem ist, ich bin nach wie vor, also sowas von überladen. Pernach, okay, das ist, was ist das? Eine Keule. Moment, zeig mal her hier. Streitkolben, Minzschaden, Stich, Schlag, Schaden, Wucht. Nee, den möchte ich nicht. Ich bleibe bei meinem Sachs. So, der schwarze Schild kommt rein. Tja, das Problem ist, ich bin aber absolut vollkommen überladen mit dieser Ausrüstung. Das ist natürlich echt schade. Glaskelche. Die französische Altarkerze kommt auch weg. Flämischer Stoff. Packen wir jetzt erstmal alles dem Pferd drauf. So, der Kommunionskelch kann auch mal weg. Ich packe jetzt einen Leinenstoff. Ja, ich packe erstmal alles weg, was so gewichtsmäßig ein bisschen reinprügelt. Rüstungsset. Ein Rüstungsset anwenden. Aha. Mhm. Das kann auch mal auf die Pferde in die Satteltasche. Der Silberkelch kann weg. Oh, der Glaskelch kann weg. Wollstoff kann auch weg. So, wie sieht's denn aus jetzt? Wir sind gewichtsmäßig immer noch drüber. Im Höhlenpilz. Retterschnaps. Würde mich auch nicht retten, wenn ich den jetzt wegpacke. Jetzt ist die Frage. Ja, ich glaube, ich pack mal die Panzerhandschuhe. Das zählt mit, ne? Der glockenförmige Eisenhut. Den mache ich jetzt weg. Lass mir nur die Kettenhaube auf dem Schädel. Und so könnten wir das durchaus lassen. Dann ist die Platte erstmal weg. Ah, das ist natürlich krass. Den Schild, brauche ich den Schild? Das wäre schon nett. Also ich denke, es wäre schon nett, ein Schild zu haben, oder? Ich denke schon. Achso, und dann können wir ja das hier alles wieder ins Pferd stecken. Das brauche ich ja jetzt nicht. Ja, aber ich bin trotzdem elendig vollgepackt. Na, guck's dir an. Gucken Sie sich's an, junger Mann. Das ist natürlich... Der schlesische Gambeson. Was bist denn du eigentlich? Verteidigung gegen Stich. Ah, das ist ja, das ist so eine Art Rüstung halt. Das zählt unter Kettenrüstung. Die leichte Brigantine, die möchte ich bitte auch anbehalten. Die finde ich gut. Die behalten wir auch. Die behalten wir auch. Wenn ich jetzt das... So, Moment, wie sieht es jetzt aus hier? Jetzt habe ich wieder ein bisschen Luft. Habe ich jetzt nur die Kettenhaube auf dem nackten Schädel, ob das so clever ist. Der schlesische Gambeson, ja, das will ich schon. Ich will das gerne anhalten, Leute. Das ist doch Mist sonst. Die polsterte Beinlinge und die braunen Beinlinge, naja. Die können wir auch... Die kann man wegtun. So. Mhm, ich habe den Moldavit gefunden. So, jetzt pennen wir erstmal. Ich schlafe jetzt erstmal bis zum Morgen. Dann futtern wir was. Dann geben wir den Stein ab. Och,
Oh Mann. Ja. Und dann müssen wir mal schauen. Also das ist jetzt schon die Frage, was will man? Also das ist jetzt echt. Oder ich gehe gleich noch eine Runde jagen. Ich könnte eigentlich auch eine Runde jagen gehen. Ein bisschen Hirschfleisch besorgen wäre ja auch nicht so schlecht. Das können wir wieder gut verkaufen, denke ich. Brauche ein bisschen Geld gerade. Ja, ich guck mal, ob ich noch einen Hirsch geschossen kriege. Komm, lass uns das wie einen Adligen tun. Hier, komm mal her. Hier oben gab es doch schön. So, habe ich den Handschuh an? Moment, ich habe gar keine. Ich habe gar keine Handschuhe. Jagdhandschuhe. Ah ja, die Jagdhandschuhe muss ich wieder zurückholen. Die möchte ich ja dann doch wieder haben. So. Das ist okay. Kettenhaube. Naja, normalerweise bräuchte man den ganzen Rotz da drunter, wenn ich ehrlich bin. Aber das mit der Brigantine und der Kettenhaube finde ich schon okay. Ja, das ist okay, das kann man machen. Ja. Das kann man so tun. Uiuiui. Jetzt habe ich hier mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Gibt auf jeden Fall einen Haufen Schotter, den man dann gut verkaufen kann. Irgendwo hier irgendwann. Ich muss erstmal ein bisschen zu Geld kommen, denke ich. So, dann schauen wir mal, ob wir wieder Hirsche sehen. Das war nämlich nicht so schlecht. Da vorne sind schon welche. So, Inventar. So, jetzt alles, was klappert, ausziehen. Ich denke, das könnte auch klappern. Guck mal, die Hirsche hier, die kommen. Sind ja quasi, die sind gerade an mir vorbeigeritten, die Pfeifen. Also geritten, gelaufen. So, bleib stehen, esst was. Ich will euch nichts tun. Guck mal, das ist der nette Mann. Das ist der ganz nette Mann. Und wieder einen Pfeil in die Wicken. Leute, stehen bleiben. Futter gut hier. Ja, Futter lecker. Fein. So ein Mist. Ich habe den getroffen. Habt ihr das gesehen? Der ist einfach weitergerannt. Kein guter Schuss. Kein guter Schuss, junger Padawan. Also ich bin auf das Pferd geschossen. Jetzt hätte ich beinahe aufs Pferd geschossen. Es ist ja mit meinem Pfeil weggerannt. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wo ist er denn jetzt hin? Hier meine ganzen Pfeile vermehre, dann ist das alles nicht so richtig zielführend. Und dann schießt er wieder am Kaninchen vorbei. Stimmt, ich kann ja jetzt Hasenpelze. Aber die anderen Pfeile sind schon wieder alle weg. Was habe ich denn noch an Pfeilen? 61, da habe ich schon wieder 4 eingebüßt. Das ist doch jetzt Shit.
am stehenden Hirsch vorbei. Und hier ist doch eigentlich noch einer eingeschlagen, so ein Stück hier drüber. Leute, her mit dem Hirsch. Wo ist er, der Hirsch? Wo ist er denn jetzt in die Herde hier? Ach, ich bin schon wieder überladen, deswegen. Das ist halt echt so ein Problem mit dieser Überladerei. Und jetzt steckt... Ah. Na, mein gutes... Der ging rein. Bin ich zu dumm oder was? Das Schöne ist, dass die Viecher das nicht merken. Oder eben doch. Bisschen rum, ich brauche mehr Breitseite. Ja, um die Pfeile mache ich mir Sorgen, wenn es denn soweit ist. Aber diese Hirsche spielen das echt wieder ein. Das war ein Treffer. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Ah, das sind noch mehr. Na, das war doof. Das war doof. Das war doof, einfach den Pfeil wieder in die Wicken zu schießen, war doof. Mal, den Pfeil habe ich jetzt hier in den Baum geschossen und wenn man in den Baum schießt, ist er weg oder was? Wenn man hier in den Baum schießt, ist der Pfeil weg. Das ist ja bescheuert. Ja, gut. Das sind ein paar doofe Viecher, wenn ich ehrlich bin. Bleiben einfach stehen. So, Nahrung. Wupp. Oh, 114, sehr gut. Oh nein, mein Pferd ist voll. Ah. Och, das ist ja, jetzt habe ich hier so ein... Ich habe ein Überladungsproblem. Das, naja. 192 kann das tragen. Ich glaube, ich werde jetzt mal hier die braunen Beinlinge, die geflickten Beinlinge... Ich gehe jetzt mal ein bisschen nach dem Geld. Jagd, die rote Männer-Dings da bums. Die Platten-Ellenbogen-Dinger, das kann auch weg. Das schmeiße ich jetzt echt hier in den Wald. So sieht das aus. Die gewöhnliche Beckenhaube kann auch weg. So.
So, jetzt gucken wir mal. Die kommen weg. So, schmeiße ich jetzt in den Wald. Ich hab's nicht so mit dem Umweltschutz. So, gefliegte Beinlinge kommen. Ah, nein. Na, das ist. Alles auf eine Taste zu legen ist nicht so besonders cool. Gewöhnliche Beckenhaube. Die kann ich wieder dem Pferd geben. Das setze ich wieder auf. Die leichte gepolsterte Rüstung schmeiße ich in den Wald. So, Pferd hat noch ganz wenig Luft. Ich bin immer noch überladen. Warum bin ich denn noch überladen? Hä? Das verstehe ich jetzt aber tatsächlich nicht. Ich war doch gerade... Ah, hier die Lederteile. Ah. Okay. So, na dann. Was haben wir noch an Pfeilen? 57, eieiei. Die haben wir ganz schön verschossen jetzt gerade noch. Wäre die Frage, finde ich die jetzt noch wieder? Oder besser nicht. Ja gut, ich muss dann einfach neue Pfeile kaufen. Ist okay. So, ja, ich mache mir auf den Weg zurück nach Sasau und ich habe völlig überzogen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wie immer Daumen da lassen und bis zum nächsten Mal hier in Böhmen. Ciao, ciao, der Ära.